Hallo, heute gibt es mal wieder ein Nähtutorial mit mir. Und zwar brauchen wir sehr viele Sachen diesmal. Wir brauchen einmal ein helles Rosa, das ist von CRT Hoopla. Dann brauchen wir einen braunen Ton. Ja, jetzt bin ich mal froh, dass ich einen braun habe, wie ich schon beim Video gesagt, zu den Essenslacken. Das ist die Farbe Spicy, die gibt es aber leider nicht mehr. Dann brauchen wir noch ein paar bunte Farben. Da habe ich einmal von P2 die Farbe Pink It Up. Ebenfalls von P2 die Farbe Aloha Dreams. Dann von Flormar diesen Mintton. Das ist die Nummer WL02 und das ist einer dieser Wet Look Nagellacke. Dann brauchen wir ein Lila, das ist auch von P2 und das ist die Farbe Violet Summer Dream. Außerdem werde ich erst einen Unterlack auftragen, das ist dieser von P2. Dann brauchen wir einen matten Topcoat, wobei das optional ist, das braucht ihr nicht unbedingt haben. Das ist der von L'Oreal. Dann brauchen wir einen Überlack, das ist der von Aldi Süd. Außerdem, was ich immer habe, wenn ich Nageldesigns mache, ist dieser Nagellack-Korrekturstift von Essence. Dann brauchen wir hier ein Dotting-Tool. Ich werde mir das hier hinlegen und dann habe ich noch von Claire's eins aus diesem Set. Das hat einfach nochmal eine dünnere Spitze. Mal gucken, was ich davon nehmen werde. Und ich versuche mit diesem Pinsel nochmal zu arbeiten. Ja, das sind die Sachen, die wir brauchen. Ich werde jetzt zuerst mal Topcoat auftragen. Und ja, das mache ich eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Nageldesign, das ich heute mache, das habe ich bei Cute Polish gesehen. Und das ist für diese Challenge von California Nails. Und zwar ist da heute das Thema Drip Nails. Oder Drips, glaube ich, einfach nur. Ich habe das jetzt. Jetzt seht ihr nichts, aber ist egal. Ich trage ja nur den Überlack auf. Den Unterlack. Es geht heute eben darum, so. Ja, Tropfennägel zu machen. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an. Also, ich habe zuerst überlegt, einfach nur diese. Ja, bunten Farben zu machen, als wenn da eben irgendwie Farbe runterlaufen würde, aber irgendwie fand ich das zu langweilig. Und deswegen machen wir heute eine buntere Variante. Mal gucken, ob mir das gefällt. Und zwar soll das dann ein bisschen so aussehen wie ein Erdbeereis mit Schokoladenguss und Streuseln. Ja, das wird spannend, wie das aussehen wird. Ja, ich habe jetzt Überlack aufgetragen, das lasse ich jetzt etwas trocknen. Und dann tragen wir Hoopla auf alle Nägel auf. So, das ist jetzt Hoopla aufgetragen. Ja, es war ein Kampf, weil die irgendwie die Farbe so dickflüssig ist und dann deckt sie an der einen Stelle nicht. Da muss man nochmal drüber, dann verzieht man die Farbe. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt ganz gut hinbekommen. Als nächstes werden wir das etwas trocknen lassen, weil ich keinen Über-, also ich nehme schon Überlack, aber nicht diesen schnell trocknenden, sondern einen matten Topcoat. Und ja, dafür muss ich es ein bisschen trocknen lassen. Sehr schlimm für mich. Okay, ja, wir warten jetzt einfach einen Moment und dann werden wir den matten Topcoat auftragen. Also, was mir eben noch eingefallen ist, ich glaube, wir nehmen noch einen weißen Nagellack. Das ist die M103 von Flomar. Und zwar werden wir zuerst die Sprinkles, wie heißt das, Streusel, in weiß machen, damit die Farbe einfach besser rauskommt, weil wir über dieses Braun malen werden. Und da weiß ich eben dann nicht, ob die Farben so schön rauskommen. Ja, wie gesagt, ich muss das jetzt hier noch ein bisschen trocknen lassen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt etwas trocknen lassen und werde jetzt den matten Topcoat auftragen. Und ich finde den echt super, habe ich euch ja schon mal gesagt. Versuche ich das mal gleich näher zu zeigen. Ich hoffe, ich bin schnell genug, damit ihr da sehen könnt, wie das von glänzend zu matt wird. Der ist jetzt auch schon bald leer, dieser matte Topcoat. Ja, ich finde ihn so teuer. Aber ich habe noch keinen anderen gefunden. So, also wollen wir mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Es ist ein bisschen dunkel, ne? Gucken, ob ich mich anders hinsetzen kann. Ihr könnt den Tanz überhaupt nicht sehen, ne? Naja, was soll's. Ja. Es ist jetzt schon fast matt geworden.
Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich zeige euch das nochmal von oben. So sieht das jetzt aus. Wie ihr seht, ist das sehr matt geworden. Und jetzt geht's weiter. Und zwar mit dem Braun. So, das soll jetzt die Basis sein für unsere ja, Erdbeereiscreme. Ich glaube, ihr könnt gerade ganz schön sehen, wie matt das geworden ist. Und jetzt geht es darum, diesen Braun aufzutragen. Ich würde den jetzt gerne auf irgendwas drauf machen, damit ich das nicht aus dem Fläschchen holen muss. Was nehme ich da? Ich gucke mal, was hier so in der Gegend rumliegt. So, ganz, ganz professionell habe ich Karteikarten gefunden, die noch zu sind. Ich werde jetzt hier einfach einen Tropfen von dem Braun draufgeben. So. Und dann nehme ich mein Dotting-Tool. Ich versuche es erstmal mit der großen Spitze. Und gehe dann da rein einfach. Und mache jetzt hier einen Punkt. Und dann ziehe ich das hier so runter. Das gleiche mache ich nochmal dreimal. Ich finde das ein bisschen dünn geworden. Und das mache ich dann nochmal hier. Dann habe ich hier so drei Punkte mit Linien runter. Dann nehme ich mir die dünne Spitze vom Dotting Tool und mache hier einfach so ein bisschen rund. Und male den Teil aus, der an der Nagelspitze ist. So, dann haben wir so ein bisschen Schokoladentropfen, würde ich mal sagen. Das gleiche machen wir an dem Finger auch noch. Das ist eigentlich total leicht. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das an allen Fingern machen möchte oder nur an den zweien. Schauen wir mal, wie mir das dann so gefällt. So, wieder die dünne Spitze nehmen und ausfüllen. Ich finde das Braun dafür eigentlich echt gut. Das sieht doch echt aus wie Schokolade, oder? Ich habe schon gleich keine Farbe mehr. Ich hoffe, das reicht noch hier für die letzten Meter. So, jetzt haben wir hier unsere zwei ja, wie nennt man das? Schokotropfen. ich habe jetzt hier ein bisschen was an meiner Hand geschmiert. Das mache ich eben weg. Hier, weil ich da immer das Dotting-Tool etwas abgestriffen habe, damit ich nicht so viel Farbe auf dem Finger habe. Das mache ich eben weg. Und dann kann es auch schon gleich weitergehen. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das so auf jeden Fall schon viel besser. Ich hatte das mal ausprobiert mit einfach nur weiß und dann eben diesen verschiedenen Farbtropfen. Hat mir nicht so gut gefallen. Aber ich finde das so schon ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Ich finde die Farben zusammen sehr schön. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich würde sagen, wir lassen das etwas trocknen, weil wir wollen ja jetzt mit dem Weiß unsere Sprinkles. Mir fällt das deutsche Wort immer nicht ein. Die Streusel wollen wir gleich noch drauf malen. Wenn ich jetzt natürlich jetzt schon drauf gehe, dann habe ich Angst, dass ich das Braun irgendwie zerstöre. Darum warten wir einfach einen Moment. Ich finde, dass das Pink matt eben auch sehr schön aussieht. Darum könnte ich mir auch vorstellen, das einfach jetzt so zu lassen. Also halte ich nur die beiden vor, diese beiden Nägel zu machen und den Rest einfach rosa zu lassen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, dass das jetzt genug getrocknet ist. Wir machen jetzt das gleiche mit dem Weiß. Ich gebe jetzt hier auch einfach einen Tropfen auf meine wunderbaren Karteikarten. Ja, man kann auch eine Folie nehmen, man kann eigentlich alles nehmen. Die Folie habe ich jetzt einfach nicht hier, darum machen wir das nicht. Und jetzt nehmen wir diesen Pinsel. Ich hoffe, dass das damit ganz gut gehen wird. Und versuchen einfach so ein kleine Sprinkles zu malen. Okay, ich wollte die eigentlich länglich machen. Das klappt jetzt gerade nicht so gut. Aber das macht auch nichts. Dann machen wir die erstmal unten. Und dann nehme ich mir das kleine Dotting-Tool von Claire's.
das jetzt irgendwie alles etwas mehr punktmäßig geworden ist, versuche ich das hier auch noch in diesen, wie heißt das, Tropfenenden zu machen. So, genau, und das Weiß nehmen wir eben nur als Basis, damit die Farben nachher besser rauskommen. So, jetzt sieht das erstmal so aus. Und das müssen wir jetzt ein bisschen trocknen lassen, damit eben die Farbe dann da einfach besser rauskommt und sich nicht mit dem Weiß vermischt. Tada! Ja, wieder warten. So, das Schwierige jetzt an dieser ganzen Angelegenheit ist, dass wir die Farbe genau auf das Weiß aufbringen. Und da ich sehr tollpatschig bin und manchmal eine zittrige Hand habe, kann das spannend werden. Ja, wir brauchen wieder unsere Karteikarten, um die Farben da aufzubringen. Mit was beginnen wir denn? Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit diesem Mintton. Da gebe ich jetzt auch einen Tropfen hier einfach auf meine Karteikarten. Und nehme dann, ich glaube, ich nehme das Dotting-Tool, weil das einfach präziser ist. Nehme Farbe davon auf und versuche das jetzt hier auf das Weiße aufzubringen. Bitte klapp. Ja, hat doch ganz gut geklappt. Als nächstes nehme ich den Lavendelton. Also ihr könnt das ja natürlich, wenn ihr wollt, auch in komplett anderen Farben machen. Ihr könnt auch zum Beispiel einfach nur Rot, Blau, Grün, Gelb nehmen oder so. Also diese typischen Farben. Das ist ja total euch überlassen. Ja, ich bin aber gut am Zittern, muss ich sagen. So, dann wollen wir Pink. So, jetzt habe ich hier ein bisschen mit dem Braun gemischt, falls ihr das sehen könnt. Das muss ich jetzt versuchen zu reparieren. So, was haben wir denn noch für Farben? Wir haben noch Grün. Das nehmen wir noch. Also wenn ihr die Tropfen größer macht, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mehr Sprinkles da drauf zu kriegen. Das habe ich irgendwie jetzt nicht ganz bedacht, aber ich finde es eigentlich auch ganz süß so. Jetzt brauchen wir eigentlich noch eine andere Farbe, obwohl wir können nochmal das Türkis nehmen. Und dann nehme ich nochmal das Pink. So. Jetzt haben wir da so Sprinkles. Ja, ich weiß noch nicht, wie es mir gefällt. Was sagt ihr? Bei mir ist das ganz oft so, das war jetzt auch neulich bei diesem Watercolor-Dings so. Je länger ich es mir angeschaut habe, desto besser hat es mir gefallen. Ja, kann man noch mal machen, oder? Ich lasse das jetzt etwas antrocknen, weil wir haben jetzt ziemlich viel Farbe da drauf. Und dann versuchen wir nur auf den Schokoguss, sage ich mal in Anführungszeichen, Topcoat aufzutragen, damit der es nochmal sehr schön glänzt und eben hier das Rosa matt bleibt. Ich zeige es euch noch einmal näher. Ich finde die Sprinkles etwas groß geworden, ne? Aber ja, so ganz süß. So, jetzt nehmen wir unseren Topcoat und versuchen ganz vorsichtig nur die Stellen zu erreichen, die wir erreichen wollen. Das war etwas laut, glaube ich, wieder, aber das kennt ihr bei mir ja schon. Ja, das war etwas viel. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle erreicht. Ja, das wird jetzt noch etwas trocknen gelassen. Ich werde es mir jetzt noch mal ein bisschen angucken, so die nächste halbe Stunde, sage ich mal. Und je nachdem werde ich dann entscheiden, ob ich die andere Hand auch mache oder nicht, weil, ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es mir so gut gefällt. Was sagt ihr denn? Findet ihr schön? Ich werde es auch gleich mal bei Instagram posten, dann könnt ihr mir sagen, wie ihr es findet. Und natürlich auch hier in die Kommentare. Aber bei Instagram erfahre ich eben irgendwie schnell eine Reaktion. Ja. Das sind meine wundervollen Sprinkled Ice Cream Chocolate Nails. Gott, wie nenne ich das denn? Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr es nachmacht, könnt ihr mir gerne ein Bild schicken bei Instagram oder wie auch immer und ich freue mich da immer sehr drüber und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und tschüss und bis zum nächsten Mal.